Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Abriss Profi Online. Ja, das ist der letzte Rest von den ersten Gebäuden und dann haben wir die ganzen Schulden weg. Dann geht es weiter mit den weiteren Abrissen. Leider musste ich ja die letzte Folge so ein bisschen abrupt beenden, weil irgendwie ein Netzwerkfehler vorlag. Aber jetzt läuft alles wieder. Ich habe jetzt einfach das Spiel mal neu gestartet, beziehungsweise habe es ausgemacht, habe mal ein paar Minuten gewartet, habe es wieder neu gestartet, weil ich in der Zwischenzeit was anderes gemacht habe. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Direkt zum Beginn ist gerade ein neuer Arbeitstag gestartet. Das heißt, wir haben wieder 8 Uhr morgens. Ich muss alles erstmal wieder nass machen, weil wir haben ja noch diese kleine Betonschicht unten drunter. Sonst kriege ich wieder auf die Finger gehauen und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen machen wir erstmal alles nass und dann geht es auch direkt weiter mit den Aufräumarbeiten. Es sieht so wenig aus, es wird wahrscheinlich aber noch extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich tue das jedes Mal hier falsch einschätzen. Ich habe eigentlich gedacht, wir hauen das in einer Folge weg. Jetzt ging die letzte Folge schon wieder 40 Minuten oder länger sogar und es ist einfach immer noch ein Riesengebiet, quasi Garagengröße, erster Auftrag. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Was hier an Zeit drauf geht für diese ganzen Aufräumarbeiten, ist Wahnsinn. Aber cool. Aber cool auf jeden Fall. Die Materialien, die durch den Boden durchgefallen sind, sind, glaube ich, auch weggeblieben. Also da kam nichts mehr zurück, wenn ich richtig gesehen habe. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen in der letzten Folge. Ja, wenn das Material weg ist, ist es weg, habe ich nichts dagegen. Vielleicht kriege ich ja trotzdem Punkte für. Also ich weiß es nicht. Hauptsache weg. Hauptsache weg. So, wir arbeiten heute in der Folge mal wieder ein bisschen mehr in der Ego-Perspektive. In der letzten Folge haben wir ja ziemlich viel in der Third-Person-Ansicht gearbeitet. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt hier mit der Ansicht ein bisschen weiter. Bin ich, glaube ich, ein bisschen flotter unterwegs als mit der anderen. Macht einfach, glaube ich, die Übung. Aber gut. Bin es einfach so mehr gewohnt. Mal gucken, wie weit wir in der Folge kommen. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwie mal fertig hier. Dass wir weitermachen können mit dem nächsten Gebäude. Das heißt ja dann erstmal die ganzen Fenster rausmachen, die Türen rausmachen und so weiter und so fort. Wir haben auf jeden Fall genug noch zu tun auf dem ganzen Firmengelände hier. Schade, wie gesagt, dass es abgerissen wird, aber gut, was will man machen? Geht halt hier um viel Geld und Geld regiert die Welt, das weiß ja jeder von uns und deswegen ja, müssen wir das so machen, was uns hier aufgetragen wurde. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier noch für den letzten Rest brauchen. Ich arbeite hier eigentlich recht schnell. Klar, ich muss manche Sachen dreimal in den Container schmeißen, weil es irgendwie vom Spiel nicht richtig wahrgenommen wird, dass ich es reingeschmissen habe. Aber ansonsten läuft es ja eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten sind wir ja eigentlich recht schnell unterwegs. Und wenn es mal läuft, wenn es mal läuft. So, ich fahre mal ein Stückchen vor. Schmeißen wir hier. Das will mich doch verarschen. Man sieht es ja immer an der Animation, die Hälfte fällt quasi rein, aber die andere Hälfte auch nicht. nicht so toll. Naja. Und es ist halt nur offiziell reingefallen, wenn es dieses Klönk macht. Dieses komische Pling-Blang-Blong-Geräusch. Ja, was will man machen? Was will man machen? So. Und ich wundere, dass ich mir die Container immer so vor den Bagger stelle. Das für andere sieht es vielleicht komplett kompliziert aus und fragen sich, warum macht er das so kompliziert? Soll er das auch einfach hinter sich herschleifen oder neben sich herschleifen? Ich persönlich finde es so angenehmer. Weil ich mich nicht so weit umdrehen muss. Ich muss mich nicht so weit umdrehen. Ich kann es einfach direkt den Bagger hoch, ein bisschen zur Seite und kann das Material direkt reinschmeißen. Wenn ich die Container jetzt hinter mich oder neben mich stelle, muss ich mich weiter drehen. Und so habe ich einfach einen wenigeren oder kürzeren Drehweg. Deswegen mache ich das so. Funktioniert, finde ich, für mich schneller. Und deswegen mache ich das auf diese Art und Weise. Ist zwar nicht so gescheit, dass ich die Container wahrscheinlich vor mir herschiebe, aber ich finde es halt einfach besser. Wie man das in der Realität macht, ich denke, man hat die wahrscheinlich hinter sich oder neben sich und nicht auf dem Material drauf, was man abgerissen hat. Aber da muss man sich halt auch weiter rumdrehen. Muss ich halt jetzt nicht. Das ist halt so der Vorteil, deswegen mache ich das so. So, einmal noch Beton. Dann haben wir hier noch ganz viel Holz rumliegen. So in der Mitte von dem Gebäude sollte eigentlich recht wenig Material zusammenkommen. Da haben wir viel Holz. Da haben wir viel Holz. Vom Dach. Aber eigentlich mehr auch nicht. Okay, wie das jetzt wieder rausgefallen ist, ich habe keine Ahnung. Hoffentlich ist es durch die Map durchgefallen, dann ist es weg. Dann ist es weg. So. Da haben wir noch Holz.
nochmal Holz. Habt ihr eigentlich alle schon was zur Weihnachtszeit vor? Ich habe soweit die Weihnachtszeit schon durchplant, ehrlich gesagt. Wird auch jetzt langsam mal Zeit, glaube ich, eine Woche vor Weihnachten. Und ja, bei mir sieht es so aus, dass am Weihnachten meine Familie zu mir kommt. Katrin, meine Freundin, die arbeitet morgens tatsächlich noch am 24. Und danach fährt sie zu ihrem Vater, beziehungsweise wird dann abgeholt und feiert Weihnachten bei ihrem Vater. Und dann am 25. feiern wir quasi zusammen bei ihrem Vater. Da kommt die ganze Familie von ihrer Richtung her. Und dann ja, haben wir da quasi den 25., was wir da zusammen verbringen. Und dann am 26. ist einfach nur Chillen angesagt. Da ist nichts mehr vor. Da heißt dann wahrscheinlich Wohnung hier aufräumen, wenn hier am 24. meine Familie herkommt. Und ja, am 25. hat ja jemand anderes das Problem. Essenstechnisch würde ich mich ja fast mal so an eine Pute trauen, aber ich weiß nicht. Es ist halt verdammt viel Geld. Wenn ich die versemmel, haben wir nichts zu essen und Pute ist halt schwierig. Ich kann zwar eigentlich gut kochen, habe ich ja schon mal, glaube ich, erzählt gehabt. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich jetzt einfach nur ein paar Hähnchenschenkel mache mit Rotkraut und Kartoffelbrei. Ist, glaube ich, auch ein recht festliches Essen. Ja, vielleicht nicht so hundertprozentig weihnachtlich. Ja, keine Ente, keine Pute und so. Aber man muss ja klein anfangen. Meine Oma hat früher immer Pute gemacht. Wenn Oma kocht, dann ist sowieso immer das beste Essen. Aber es war ja dann irgendwann zu viel Aufwand und auch das ganze Aufräumen im Nachhinein und so weiter und so fort. Und zu viele Gedanken für vorher. Ja, mit fast 90 Jahren kann man dann auch mal sagen, nee, man macht es nicht mehr. Man hat keine Kraft mehr dafür. Man muss ja auch dann schon früh morgens aufstehen und das alles machen und so weiter und so fort. Voll verständlich. Ja, wir hätten zwar alle auch mitgeholfen, aber wir haben es jetzt einfach so gemacht, dass wir das die letzten Jahre immer dann zu mir ausgelagert haben. Dann habe ich nämlich die ganze Arbeit, dann muss ich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Und ich denke mal, das Essen ist trotzdem ganz okay. Es ist trotzdem ganz okay. Das sind jetzt auch keine Fertig-Hähnchenschenkel, die ich dann da mache, sondern die tue ich selber quasi einmarinieren und durchziehen lassen. Und ja, eigene Mischung. Nach Rezept. Nein, ist glaube ich auch ganz okay. Also ich habe die letztes Jahr habe ich das erste Mal einen Hähnchenschenkel gemacht gehabt. Das Jahr davor hatte ich glaube ich einen Nudelsalat und Rindswurst oder so. Ist halt nicht wirklich festlich, finde ich. Klar machen viele Familien so, ist ja auch okay. Aber ich bin es halt eigentlich gewohnt, Weihnachten irgendwas Festliches vorgesetzt zu bekommen. Und ja, deswegen machen wir das so. Die nächsten Jahre geht es aber dann irgendwann mal an eine Pute ran. Eindeutig. Ja, die Weihnachtstradition muss ja dann fortgesetzt werden von meiner Oma. Das muss man ja dann fortsetzen. Da ist schon viel Arbeit dann dahinter, bei so einer großen Pute, für eine große Familie. Aber so einmal im Jahr kann man das auch einfach mal gönnen. Das kann man sich auch einfach dann mal gönnen. Ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich Weihnachten gar nicht so wirklich geplant. Ja, es ist halt, wie gesagt, 24. meine Familie, 25. Katrins Familie, 26. gar nichts mehr. Und, das ist eigentlich ganz gechillt. Blöd ist halt nur, dass Katrin halt am Samstagmorgen dann nochmal arbeiten muss. Aber gut, das sind auch nur, ich glaube, 3 Stunden, 4 Stunden oder so. Dann geht's wieder ab nach Hause. Das ist natürlich schön, wenn man Weihnachten komplett frei hat. Ich war auch mal so einer, ich habe immer für gekämpft, dass ich Weihnachten komplett frei hat. Hatte letztes Jahr nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe zwar trotzdem für gekämpft, aber gut, mir wurde sowieso oft der Urlaub gestrichen. ja, war aber auch das einzige Mal in der Firma, wo quasi gesagt wurde, ja, wäre schön, wenn du Weihnachten noch da bist. Beziehungsweise normalerweise hatte ich immer die 2 Wochen frei, Weihnachtswoche und Silvesterwoche, war halt letztes Jahr dann nicht so. Aber gut, was will man machen? Ich meine, es gibt Schlimmeres, man ist ja eh aus dem Alter raus, Geschenke und so braucht man ja eigentlich nicht mehr. Und Weihnachten ist ja eigentlich fast ein Tag wie jeder andere und deswegen finde ich halt, weil halt Weihnachten, wenn man je älter man wird, wird halt wie so ein ganz normaler Tag. Und deswegen finde ich es halt schön, wenn man da wenigstens einfach mal so ein festliches Essen hat, um da nochmal so ein bisschen Weihnachtsstimmung wenigstens reinzukriegen. Aber gut. Irgendwann, die nächsten Jahre, geht's an die Weihnachtspute. Ganz sicher.
Ich mache das aber auch total gerne für andere kochen, muss ich sagen. Das mache ich wirklich total gerne. Ich mag es, wenn man was kocht und es kommt gut an. Dann freue ich mich immer und dann Ziel erreicht. Dann ist mir die ganze Arbeit und die Kosten eigentlich wurscht. Das ist mir wurscht. So, mal ein gelber Container. Ich bin ja froh, muss ich sagen, dass Charlie, unsere Katze, unseren Weihnachtsbaum wenigstens in Ruhe lässt. Das ist ja auch sowas, finde ich, das gehört einfach jedes Jahr dazu. Ja, wird wahrscheinlich wieder rumgekämpft, muss den Baum wieder für dich sterben, für so eine blöde Tradition. Aber mein Gott, es gibt nun mal Traditionen und ich finde sie nun mal schön und ich würde die auch gerne oder nicht gerne aus meinem Leben entfernen. Deswegen hole ich mir halt so einen Weihnachtsbaum. Ich bin ja froh, dass Charlie wenigstens den Weihnachtsbaum auch ganz lässt. Es gibt ja ganz viele Katzen, die springen da dran, die robben die Kugeln runter, die tun die Lichter kaputt machen, die zerlegen den kompletten Baum. Das Einzige, was halt Charlie bei uns macht, ist, sie spielt total gern darunter. Ja, sie nimmt sich ihren Spielzeug, ihre Klammer oder sonst was und schießt sie dann einfach unter den Baum die ganze Zeit durch. Und dadurch rennt sie halt darunter durch und dann verliert er mal ein paar Nadeln, aber mehr auch nicht. Ja, das, also sie spielt jetzt nicht extra mit dem Weihnachtsbaum, sie spielt einfach nur gern drunter. Das ist ja auch okay. Finde ich schön. Bin ich auch froh, dass es so macht, weil ich will eigentlich keinen Weihnachten ohne Weihnachtsbaum verbringen, weil mir fehlt dann einfach dieser Duft. Ja, wie gesagt, im Alter kommt eh nicht mehr so ganz Weihnachtsstimmung auf. Es fehlt dann eh immer so ein bisschen. Und dann brauche ich wenigstens solche Sachen, dass es dann ein Weihnachtsbaum da ist, ein bisschen Glanz und Glamour und einfach dieser Weihnachtsbaumgeruch, der hilft mir dann doch schon sehr, ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil Plätzchen backen und so bringt bei mir auch nicht mehr ganz viel. Es wirkt auch nicht mehr ganz so dolle wie früher. Da ist sowas mir schon ganz wichtig dann. Ich finde es ja auch schade mit Silvester irgendwie, dass da so gegen das Feuerwerk gewettert wird. Ich muss sagen, klar, wir hatten auch einen Hund, der hatte Panik und Angst vor Silvesterfeuerwerk. Ja, Panik, Angst, zitternd im Eck gesessen schon Stunden vorher. Aber er hat es überlebt. Er ist trotzdem viel älter geworden als alle anderen Hunde. Ja, und es hat ihn also in dieser Hinsicht nicht geschadet. Und dieser Hund hat auch Angst gehabt vor Gewitter. Wenn ein Gewitter 2 Stunden entfernt gewütet hat, dann hat er das gemerkt und hat zitternd in der Ecke gehangen. Er hat es überlebt. Ich kann ja auch nicht dem Wettergott verbieten, dass jetzt kein Gewitter mehr kommt. Ja, und ich finde einfach, Silvester ist einfach Tradition, dass man halt auch mal Raketen in die Luft schießt und mal coole Sachen sieht. Schöne Sachen sieht. Man muss es ja nicht übertreiben. Dass dann Unfälle passieren durch Silvesterfeuerwerk, klar, das liegt aber dann an den Leuten. Die haben dann selbst dann schon Pech quasi, wenn sie sich verletzen. Kann man von mir aus im Krankenhaus auch länger stehen lassen. Ja. Ist halt leider einfach so. Ja, jeder trägt halt seine Verantwortung. Klar ist es vielleicht für die Leute im Krankenhaus scheiße, wenn da lauter verletzte Leute sind. Und Riesenstress und so weiter und so fort. Aber da muss man vielleicht versuchen, das irgendwie so zu machen, dass bedruckte Leute keine Böller mehr benutzen dürfen. Oder was weiß ich. Ich trinke nichts an Silvester, mir ist das kackegal. Ich weiß, was ich mit meinem Feuerwerk mache. Ich habe mich auch noch nie wirklich verletzt. Ja, mal einen Finger verbrannt, aber das war's. Ja, wenn man jetzt natürlich besoffen einen Böller in der Hand hält und wartet, bis der explodiert. Natürliche Selektion, würde ich sagen. Ja, das klingt hart, aber ist leider so. Ist leider so. Und ich finde halt einfach, es gehört einfach dazu, dass Silvester mit Feuerwerk ist. Ja, dass man das vielleicht jetzt auch nicht in der Altstadt macht, ist auch verständlich, ja. Es war 100 Pro drin und ist daneben gefallen. Ist auch komplett verständlich, dass man das halt nicht in der Altstadt macht. Weil wenn die Gebäude brennen, dann brennen sie. Sind meistens Reihenhäuser. Da hast du Spaß mit. Muss ja auch nicht sein. Aber so jetzt bei uns. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Raketenstiel auf den Kopf trifft. Und wenn man da halt nicht besoffen ist, passiert ja da eigentlich auch nichts. Jeder weiß, wenn Feuerwerk brennt, sollte man sich weit von entfernen. Wenn man das nicht macht, ist man selbst dran schuld. Wenn dann halt der Rettungswagen mal eine Stunde später ankommt und du am Verbluten bist, meiner Meinung nach Pech gehabt. Es klingt hart, aber es ist leider einfach so. Und wenn man unter Alkoholeinfluss nicht mehr weiß, was im richtigen Fall ist, sollte man auch keinen Alkohol trinken. Es ist leider auch so meine Einstellung. Klingt jetzt hart für viele, vielleicht jetzt viele direkt mal deabonnieren, aber es geht auch ohne Alkohol. Ich habe in meinem Leben noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Noch kein Schluck, noch gar nichts. Und ich lebe trotzdem, hab trotzdem meinen Spaß, hab trotzdem meine Freunde.
kann trotzdem mit denen unterwegs sein und bin trotzdem Herr meiner Gedanken, ja. Weiß ich nicht. Dann bin ich persönlich eher dafür, dass man ein Alkoholverbot an Silvester einführt, als um Silvester Feuerwerksverbot. Aber gut, das ist natürlich, hat man da keine Chance gegen, wegen, es gibt natürlich mehr Leute, die Alkohol trinken. Und an sich habe ich da auch nichts dagegen. Aber wenn halt durch Alkohol irgendwie blöde Sachen entstehen oder Schlägereien oder was weiß ich, dann kommt bei mir halt die Debatte auf, warum es zum Beispiel THC, also der Stoff THC beim Kiffen zum Beispiel verboten, wo die Leute eigentlich entspannt und ruhig werden und gelassen und es auch medizinische Vorteile hat, und warum ist dann Alkohol erlaubt? Alkohol macht viele Leute aggressiv, lässt die dumme Sachen machen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt irgendwie gekifft hast, dann bist du nur ein bisschen neben der Spur vielleicht, aber bist glücklich. Naja. Schwieriges Thema. Wie gesagt, ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, ja, kein Silvesterfeuerwerk wegen den Tieren. Klar, die Seite gibt's auch. Wo ich mir halt aber denke, Silvester ist nur einmal im Jahr. Und würden sich alle Leute an die Vorschriften halten, also dass es mal von 12 bis halb 1 ist oder so, oder von 12 bis 1, dann ist es schnell rum. Sagen wir es mal so. Ja, es gibt aber halt auch viele Leute, die fangen dann am Silvestertag morgens um 7 an und hören abends oder am nächsten Tag dann erst wieder um 10 Uhr abends auf. Ja, so Leute gibt es ja auch. Und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Deswegen, vielleicht sollten sich die Leute mal ein bisschen zurückhalten, dass es halt wirklich nur auf Mitternacht mal beschränkt ist, eine halbe Stunde oder Stunde, weil, sind wir mal ehrlich, also ich habe es noch nie geschafft, eine halbe Stunde Mitternacht irgendwie Feuerwerk zu haben. Also so viel Zeug hatte ich nie. Ich kaufe meistens ein paar Raketen, ist in 5 Minuten abgeschossen, dann ist wieder Ruhe. Ja, Sinn und Zweck vom Böllern habe ich auch noch nie verstanden, wenn ich ehrlich sein soll. Klar, als Kind hatte ich früher auch mal Böller gehabt, aber es gibt ja Leute, die fahren extra ins Ausland, holen sich irgendwelche Böller, die laut knallen und das war's. Ich bin dann eher so der Fan von, wenn man irgendwelche schönen Muster sieht oder schöne Raketen halt, irgendwas Buntes im Himmel. Muss nicht laut knallen, muss schön aussehen. Dass es halt dann Leute gibt, die ganze Zeit nur am Böller schmeißen sind, wo man eigentlich gar nichts von hat, außer dass man so ein bisschen einen auf Sprengexperte macht, weiß ich nicht. Da finde ich so Batterien oder Vulkane oder Raketen einfach viel schöner, weil da sieht man wenigstens was Schönes als jetzt beim Böllern. Deswegen ist es irgendwie. Ich verstehe, wie gesagt, auch das mit der Tierseite ein bisschen. Wie gesagt, wir hatten einen Hund, der hatte auch Angst davor, aber wäre nicht schon 20 Stunden vorher geknallt worden, da wäre der auch ruhiger gewesen. Und dass man das jetzt komplett deswegen irgendwie verbieten muss, weiß ich auch nicht. Ja, klar, dass die Krankenhausnotaufnahmen, da ist ja sowieso momentan Chaos, dass das vielleicht ein Argument wäre, ja. Aber andererseits, sind wir mal ehrlich, wenn man nicht gerade irgendwelche dummen Sachen mit anstellt, dann passiert auch mit Feuerwerk nichts. Und gerade in Deutschland, die sind ja eigentlich auch recht harmlos. Also das Einzige, was mir mal fast passiert wäre, war, dass so ein Heuler, die hast du ja angezündet, hast du irgendwo hingelegt und bist weggelaufen. Und wenn du Pech hast, sind die dir hinterhergeschossen, weil du konntest die einfach nicht steuern. Wenn du Pech hast, hatte ich so ein Ding mal erwischt. Aber selbst dann ist eigentlich nichts passiert. Ja, oder dass man eine Rakete, eine Flasche umfällt oder so mit einer Rakete drin. Klar, kann auch passieren, aber sollte man auch nicht so machen. Ist auch eigene Dummheit. Ist auch eigene Dummheit. Ja, man kann die auch im Kasten irgendwie reinstellen. Oder beschwert sie, dass sie nicht umkippen kann. Ja, vielleicht sollte man, statt alles zu verbieten, die Leute auch mal ein bisschen mehr aufklären. Das ist ja eh so eine Sache. In Deutschland wird ja ständig alles verboten. Statt es vielleicht mal ein bisschen mehr aufzuklären und, was weiß ich, andere Ideen mal reinzubringen, dass man nicht alles verbieten muss. Würde ich persönlich sehr begrüßen. Aber für mich gehört halt zu Silvester irgendwie Feuerwerk dazu. Sonst kann ich Silvester auch schlafen gehen und dann geht der ganze gleiche Rotz weiter wie das Jahr davor quasi. So hat man irgendwie, finde ich, für sich nochmal so einen Abschluss. Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Raketen Silvester gefeiert, lange wach geblieben, bisschen Spaß gehabt und gut ist. Dann ist das wie so ein Neustart für mich. Ja, neues Jahr, neues Glück. Schauen, was einen erwartet. Wenn ich das nicht hätte, dann, keine Ahnung, ist einfach. Ich habe ein Jahr kein Silvesterfeuerwerk gehabt.
wo es auch coronamäßig verboten war. Man hätte ja trotzdem Sachen sich besorgen können, aber habe ich nicht gemacht. War todlangweilig. Todlangweilig. Irgendwie keinen Abschluss vom Jahr gefunden, sondern es ist einfach alles ganz normal weitergelaufen, wie sonst auch immer. Man hat irgendwie kein Neustartgefühl gehabt. War irgendwie wirklich lahm. Ich habe sogar vergessen, den Leuten irgendwie ein frohes neues Jahr zu wünschen. War alles komplett an mir vorbeigeschossen dann. Es gibt aber auch wirklich viele Idioten, die mit Feuerwerk, eigentlich, denen sollte man kein Feuerwerk verkaufen. Das ist, sowas gibt's auch, ja. Ich habe auch schon Silvester mal woanders gefeiert gehabt, öfters eigentlich mal, und dann fahre ich meistens abends wieder heim. Bin ich meistens abends wieder heimgefahren. Ja, ich war dann meistens so bis 2, 3 Uhr, dann ist eigentlich ruhig und dann kann man heimfahren. Klar, man muss zwar ständig irgendwie Slalom fahren, weil überall Sachen rumliegen, aber es ist zu machen. Ja, dann gibt es aber so Idioten, die stehen um 3 Uhr noch auf der Straße und werfen deinem Auto Böller davor extra oder werfen Böller auf dein Auto drauf und so Sachen. Da würde ich es auch verstehen, wenn man da Gas gibt und fährt die einfach um und dann hat man halt wieder fürs Krankenhaus was zu tun. Das ist halt, ja. Oh, da habe ich mich wirklich mal aufgeregt. Und da bin ich um 3 Uhr heimgefahren, eigentlich komplett alles ruhig und an einer Straßenkreuzung mitten im Ort, die letzte Kreuzung kurz vorm Haus, stehen tatsächlich noch Nachbarn auf der Straße und schmeißen dir Bölle aufs Auto. Wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist los bei euch? Was ist falsch bei euch? Ja, das sind aber so Idioten, die sich wahrscheinlich dann die Finger absprengen. Man sollte vielleicht die Leute ein bisschen mehr schulen mit dem Umgang mit Feuerwerk. Problem ist halt immer, glaube ich, die Mischung Alkohol und Feuerwerkskörper. Da macht man, glaube ich, viele dumme Sachen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Naja, schwieriges Thema, wie gesagt. Ich verstehe die Seite von den Krankenhäusern, die sagen, ja, für uns doch kompletter Kack. Lauter Leute, die sich irgendwelche Finger abgesprengt haben. Und dann noch die normalen Notfälle mit dabei und Alkoholvergiftung und was weiß ich. Für die ist das eine Hölle, eindeutig. Für die wäre es besser, es würde kein Feuerwerk geben, aber es wäre auch dann besser für die, man würde einfach gar nicht mehr feiern. Ja, da ist halt dann die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Alte Traditionen entfernen, die es schon viele, viele Jahre gibt, finde ich auch nicht der richtige Weg. Dass Hunde- oder Tierbesitzer sagen, ja, mein Tier dreht dann aber durch, kann ich stellenweise auch verstehen, aber stellenweise auch überhaupt nicht, weil es halt nur einmal im Jahr ist. Wenn jeder in normalen Mengen Feuerwerkskörper kauft, dann ist es in einer halben Stunde eigentlich vergessen. Oder in einer halben Stunde wieder rum. Es gibt ja auch so Tiere wie Charlie, die feiern das total, wenn es irgendwie Feuerwerk gibt. Die strömen dann ans Fenster und gucken, was draußen los ist und gucken sich das in einer halben Stunde an. Wie Charlie zum Beispiel Silvester. Die stimmt dann immer im Wintergarten und guckt aus dem Fenster und guckt einfach ganz gespannt zu. Die zittert nicht, hat keine Angst. Die ist einfach nur irgendwie überrascht von dem, was da draußen passiert. Weil hätte sie Angst, würde sie knurren oder würde zittern oder sonst was. Man kennt ja sein eigenes Haustier. Charlie zum Beispiel geht das einfach voll am Arsch vorbei. Das ist sowieso total die gechillte Katze. Wie gesagt, die Seite halt von den Tierbesitzern kann ich auch verstehen. Aber da kann man auch sagen, ja, Feuerwerk ist eigentlich nur zu Silvester erlaubt und das eigentlich auch sollte man erst ab 12 Uhr nachts machen, 0 Uhr nachts. Und wenn man da halt nicht übertreibt und einen kompletten Laden aufkauft, dann wie gesagt, ist da eigentlich dann eine halbe Stunde Ruhe. Und ich weiß nicht, viele Leute haben da irgendwie auch zu viel Geld. Man muss ja auch mal bedenken, was das Zeug an Geld kostet. Das würde ich auch niemals ausgeben für so einen Kack. Ja, deswegen, mir reicht so ein paar Raketen, da bin ich glücklich. Oder vielleicht für meine Freundin nochmal so einen kleinen Pack Vulkane, weil sie auch mal was anzünden will und Angst hat vor den Raketen. Und ist okay. Ja, dann hast du schon deine 20, 30 Euro weg oder mehr sogar. Und da bist du halt auch wirklich in einer halben Stunde durch. Hast ein bisschen Feuerwerk gemacht, hast deinen Abschluss gefunden vom Jahr. Hast ein bisschen Spaß gehabt, hast was Cooles gesehen. Mehr braucht man ja nicht. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Leute, die kaufen und die tun irgendwie, glaube ich, ihren ganzen Jahresgehalt, was sie da übrig haben, zusammensparen und feuern dann alles an Silvester raus. Vielleicht brauchen die das. Vielleicht brauchen die das als Abschluss. Ja, mir persönlich reicht so ein, zwei Raketen, dann habe ich meinen Abschluss gefunden, dann weiß ich, es war Silvester, wir haben jetzt ein neues Jahr.
Ich finde, man sollte aber einfach nur an diesem ganzen System vielleicht ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, mehr Aufklärung, Umgang mit Feuerwerk, auch wenn man Alkohol trinkt, da vielleicht mal ein bisschen mehr Umgang schulen, ja. Dass man vielleicht keine dummen Sachen mehr macht, wenn man besoffen ist. Ich, wie gesagt, kann da schlecht mitreden im Thema Alkohol, weil... Oh Gott, ich schaue, will mich gerade ärgern, weil, wie gesagt, ich habe noch keinen Alkohol getrunken. Ich habe da gar kein Interesse dran. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass mein Vater immer Fußball gespielt hat. Und da hast du natürlich danach immer deine Bierchen gekippt oder was weiß ich. Und dann fand ich meinen Vater immer peinlich. Er war eigentlich immer total lustig dadurch. Aber ich fand ihn immer peinlich. Und irgendwie hat es bei mir dann so den Knacks weggetan, dass ich einfach gar keinen Bock habe auf Alkohol, weil ich denke, ich bin dann auch peinlich. Deswegen habe ich irgendwie nie Interesse an Alkohol gehabt. Hat mich auch nie jemand überreden können, das zu trinken. Aber es geht halt auch ohne. Es geht halt auch ohne, sieht man ja. Es ist halt wirklich an Silvester immer eine gefährliche Mischung. Alkohol, dann macht man meistens dumme Sachen. Ja, dann ist man mit Freunden vielleicht noch unterwegs. Ja, dann will man sowieso immer ein bisschen Blödsinn machen. Dann riskierst du vielleicht mal was, dann passiert's, Unfall passiert. Ja, Notaufnahme freut sich. Ja, ist... Deswegen ist es alles... Mit ein bisschen Vernunft wäre das, glaube ich, alles gar kein Problem. Bisschen Vernunft wäre das alles eigentlich, glaube ich, gar kein Problem mit dem Feuerwerk. Auch die halbe Stunde würden die Tiere überleben, bin ich mir ganz sicher. Klar, vielleicht passiert es mal, dass irgendein Tier stirbt dabei, weil es einen zu großen Schreck kriegt, aber ich glaube, dann wäre es auch beim nächsten Gewitter gestorben. Wie gesagt, unser Hund zum Beispiel, panische Angst vor Gewitter, der hat es stundenlang vorher gemerkt, der hat dann stundenlang schon in irgendeinem dunklen Eck sich in der Wohnung verkrochen und den hast du dann nur noch hecheln gehört und zittern gesehen und du konntest ihn auch nicht beruhigen. Und Silvester war dann im Vergleich zu Gewitter, war er dann doch entspannter. Er ist zwar dann auch den ganzen Tag nicht mehr rausgekommen, weil irgendwelche Idioten schon angefangen haben, morgens zu böllern. Aber er hat nicht so gezittert, nicht so gehechelt, er war entspannter. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dieser eine Container will mich mobben, wenn sich da jeder mal an die Regeln halten würde oder was weiß ich, nun nachts um Mitternacht halt dann, wenn Silvester ist, das Feuerwerk zündet und vielleicht auch nicht so übertreibt mit, jeder nur ein bisschen... Hast du das in 10, 20, 30 Minuten erledigt und dann ist wieder Ruhe. Dann ist wieder Ruhe. Dann hast du vielleicht eine Entfernung noch irgendwas, aber im Grunde genommen hättest du ja dann eigentlich Ruhe. Und ich glaube, für manche Tiere ist ein Tierarztbesuch, der stundenlang dauert, schlimmer als dann so Feuerwerkeimer. Ja, weil selbst Tierarztbesuch ist sogar Charlie ein bisschen nervös. Deswegen ist halt immer so eine Sache. Es gibt immer ganz viele Ansichtssachen, ganz viele Seiten, die man halt alle irgendwie beachten muss und. Wie gesagt, verstehen kann man alle Seiten irgendwie, aber ich bin halt auch ganz klar auf der Seite, der sagt, ja, Feuerwerk. Aber vielleicht in, ja, wie soll man sagen, vielleicht halt einfach ein bisschen gedämpfte Art und Weise. Jeder nur noch so und so viel Feuerwerk oder man hat nur noch eine halbe Stunde Zeit, was weiß ich, von 12 bis 12:30 ist Feuerwerk erlaubt und danach nicht, aber da kommt ja die Polizei mit dem Kontrollieren gar nicht nach, also brauchen wir auch da kein Gesetz. Dann hätte man noch Feuerwerk, aber man hätte es halt nicht übertrieben. Da will ich drauf hinaus. Ja, und wenn man vielleicht nicht übertreibt, dann passieren auch vielleicht weniger Verletzungen. Das ist so der Gedanke. Dann haben die im Krankenhaus auch ein bisschen weniger Stress und vielleicht auch ein bisschen mehr Silvester. Weil die im Krankenhaus, die haben, glaube ich, sowieso genug Stress. Das verstehe ich auch. Dieses Argument verstehe ich auch, dass man sagt, ja, die haben im Krankenhaus genug mit den normalen Notfällen zu tun. Aber ich verstehe es halt dann auch nicht, dass man die Traditionen dann ausknipsen muss. Ich meine, dieses Krankenhausproblem und so weiter und so fort mit dem Rettungsdienst und was weiß ich, das existiert schon seit so extrem vielen Jahren, aber wenn halt nichts dran geändert wird, kann sich da nichts ändern. Dann sollte man lieber an dem System was ändern und aber nicht Tradition streichen. Finde ich keine gute Sache. Ich finde es nicht gut, dass sich die Kultur hier so ziemlich nach und nach abschaffen muss. Das finde ich echt nicht gut. Das finde ich eine gefährliche, doofe Richtung. Lieber sollte man an dem Problem arbeiten und nicht irgendwie solche Traditionen entfernen, nur weil man irgendwie Probleme nicht angehen will. Ich finde, es ist ja auch irgendwie ein Problem, dass Krankenhäuser Gewinn einfahren müssen. Das finde ich ja auch ein schwieriges Thema. Da geht es um Gesundheit, um Menschenleben. Finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema, dass man Krankenhäuser dann quasi so betreibt, dass die Gewinn einfahren müssen. Das ist wirklich, finde ich, eine sehr dumme Sache. Das ist wirklich eine sehr dumme Sache, finde ich. Ich habe es ja auch Anfang des Jahres, als mein Opa leider an der Krippe gestorben ist, gemerkt, dass man da eigentlich wirklich nur ein Objekt ist, mit dem man auch ein bisschen Geld verdienen kann.
Und dann wird man noch so lange wie möglich am Leben gehalten, dass man noch ganz viel Geld abgreifen kann in der Zeit, aber mehr wird auch nicht mehr gemacht. Man ist irgendwie, man muss sich das ja, ich hatte es ja glaube ich schon mal in der Folge angesprochen mit meinem Opa, dass der gestorben ist Anfang des Jahres und das war keine schöne Sache. Das war leider, da hatten wir alle die Grippe und mein Opa halt auch ganz schlimm. Ja, durch die Corona-Maßnahmen war ja die Grippewelle stärker und das Immunsystem von allen ein bisschen schwächer, weil man weniger mit Grippen, also mit Viren und so weiter zu tun hatte und. Nebeneffekt von den Corona-Masken. Dumme Corona-Politik halt, was wir machen. Und ja, wir haben zu diesem Zeitpunkt Anfang des Jahres alle flach gelegen. Ja, alle mit der Grippe, mein Vater kurz vor der Lungenentzündung, ich habe wochenlang gekämpft mit Fieber und so weiter und so fort, habe richtig flach gelegen, richtig gekämpft. Vater, wie gesagt, kurz vor der Lungenentzündung, meine Oma, die eigentlich sonst auch nie krank wird, die wirklich ein krasses Immunsystem hat, die hat es auch umgehauen gehabt. Meine Tante hatte gelegen gehabt, meine Cousine, alle möglichen haben einfach flach gelegen durch diese Grippe. Mein Opa hat es halt so schlimm erwischt gehabt, der war ja eh stark dement und hat im Rollstuhl gesessen, war schon ziemlich geschwächt und der musste dann ins Krankenhaus, der hatte dann auch eine Lungenentzündung, ja, hat man bei ihm halt spät gemerkt, weil wie gesagt, dement, eh nur rumgelegen, viel geschlafen, war quasi schon im Sterbeprozess drin, muss man schon sagen, ja, ist halt so, wenn man älter ist und irgendwann im Sterbeprozess drin ist, schläft man viel. Kann sich ja trotzdem noch Jahre hinziehen, bis man dann letztendlich stirbt, oder viele Monate jedenfalls. Und ja, hatte dann eine Lungenentzündung, hat man dann irgendwann erkannt und natürlich dann Rettungswagen gerufen. Rettungswagen hat man dann gleich mitgenommen, Krankenhaus und so weiter und so fort. Und es konnte halt keiner von uns mit. Es war zur Corona-Zeit noch, wo es alles ein bisschen strenger war. Man durfte krank nirgendwo hin, auch mit negativen Tests. Wenn du krank warst, hattest du Symptome, durftest du nicht. Wir haben ja alle, wie gesagt, flach gelegen in dem Moment. War eine richtig doofe Situation natürlich, weil dementer Opa weiß nicht, wo er ist, weiß nicht, wo er hinkommt, ist schwer krank, konnte nicht mehr reden, hat keine Kraft mehr gehabt, war komplett fertig, wird dann an fremde Leute übergeben und die müssen sich dann um den kümmern und wieder aufpäppeln. Ja gut, der Rettungswagen kam dann, wie gesagt, hat ihn mitgenommen, hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Leider war das nächstgelegene in Gelnhausen voll, somit sind sie bis nach Aschaffenburg gefahren. Ja, Aschaffenburg ist schon wieder 40 Minuten von uns weg. Ja, da war er dann im Krankenhaus und wir konnten halt alles nur übers Telefon mitverfolgen. Es konnte halt keiner von uns hin. Es hätte keiner gesundheitlich erstens zu ihm gedurft und zweitens 40 Minuten mit dem Auto fahren, wenn man krank ist oder sich durch die Gegend kutschieren lassen mit Fieber und sonst was, kann man einfach nicht. Geht einfach nicht. Und so haben wir es dann irgendwann wenigstens geschafft, dass er war dann glaube ich drei Tage im Krankenhaus, wurde dann festgestellt, ja, Lungenentzündung, schon Blutvergiftung und so weiter und so fort, hat ihn also richtig heftig erwischt, ist immer noch nicht ansprechbar, man weiß nicht, ob er durchkommt. So weit, so gut. Ja, so war quasi das Gespräch morgens. Gespräch abends war dann, ja, er ist wieder gesund. Er wird jetzt in ein Pflegeheim gebracht, bis wir alle wieder fit sind und dann müssen wir halt mal gucken, wie man weiter macht, ja. Angeblich wäre er auch wieder ansprechbar gewesen und so weiter und so fort, ja. Man kennt dieses typische Gesülze von den Ärzten und konnten wir uns alle überhaupt nicht vorstellen, weil wie gesagt, mit einer schweren Lungenentzündung plus Blutvergiftung, mit hohem Fieber und so weiter und so fort, bist du innerhalb 3 Tagen nicht gesund. Der Mann war halt dement und saß im Rollstuhl. Man wollte sich wahrscheinlich keine Arbeit mit ihm machen. Deswegen hat man ihn dann nach den drei Tagen in ein Pflegeheim gesteckt in Aschaffenburg. Wo wir alle schon gesagt haben, das kann doch nicht sein. Ja, mein Vater hat immer noch fast mit der Lungenentzündung rumgekämpft, hat noch total flach gelegen. Ich war dann so langsam wieder, beziehungsweise, was heißt so langsam? Ich hatte auch noch Fieber gehabt, aber es wurde langsam bei mir besser. Trotzdem noch flach gelegen, jetzt lässt meine Stimme nach 4 Stunden aufnehmen. Entschuldigung. Ja, und da haben wir uns schon halt gewundert gehabt, dass es bei ihm auf einmal so schnell gehen sollte, bei einem 90-jährigen Mann, ich sage jetzt einfach mal 90 Jahre, war glaube ich 89, dass es so schnell bei einem alten Mann nicht funktioniert, war uns allen klar. Da haben wir uns alle gefragt, ja, was ist denn jetzt los? Aber wir konnten ja nicht hin und konnten es abklären, wir konnten ihn auch nicht sehen. Uns wurde halt am Telefon gesagt gehabt, er ist wieder ansprechbar, er ist wieder gesund. Er wird jetzt Pflegeheim gebracht, wir konnten nichts dagegen machen. Wir konnten es ja nicht nachweisen. Hat ja keiner ihn gesehen gehabt.
Und dann haben wir schon gedacht gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass er bestimmt noch krank ist. Und die haben jetzt einfach abgeschoben, weil sie keinen Bock haben auf die Arbeit, was er quasi dann macht. Und ja, war natürlich dann auch die Sache. Das Pflegeheim hat nach einem Tag angerufen, hat gesagt, die haben gerade den Rettungswagen gerufen. Mein Opa wird wieder ins Krankenhaus gebracht. Er ist nicht mehr ansprechbar und so weiter und so fort. Was die als ansprechbar verstehen, weiß ich eh nicht, weil er war stark dement und hat eigentlich kaum noch gesprochen. Vielleicht hat er auf manche Sachen reagiert, aber er konnte es ja gar nicht mehr umsetzen. Du konntest ihn eigentlich fragen, was du wolltest. Er hat nicht mehr drauf reagiert, deswegen finde ich ansprechbar sowieso einen interessanten Punkt eigentlich. Ja, er ist dann jedenfalls vom Pflegeheim wieder ins Krankenhaus gekommen, wieder nach Aschaffenburg in die Klinik. Dann hat man ihn da einen Tag, glaube ich, aufgehoben. Hat gesagt, er wird es wahrscheinlich nicht überleben oder er wird es nicht überleben. Da haben wir alle auch noch mit dem Kopf geschüttelt, warum die den dann vor ein paar Tagen quasi aus dem Krankenhaus gelassen haben, wenn er jetzt offiziell angeblich nicht mehr überleben wird. Und dann haben die den Mann tatsächlich nochmal, als er im Sterben lag, aus dem Krankenhaus rausgebracht und haben den in ein anderes Krankenhaus geschickt. Was wir auch richtig schlimm fanden, weil der Mann, man hat ihn jetzt eigentlich stark genug gequält gehabt, dass man ihn krank aus dem Krankenhaus gelassen hat, ja, dass man ihn nur noch hin und her kutschiert hat quasi und wir konnten nichts wirklich dagegen machen, weil alle krank waren noch. Und ja, dann haben sie ihn tatsächlich, als er offiziell schon im Sterben lag, nochmal in ein anderes Krankenhaus gebracht. Ja, weil sie ihn einfach loshaben wollten anscheinend. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich fand es halt schlimm, weil er jeden Tag durch die Gegend kutschiert wurde in einem katastrophalen Zustand. Angeblich als gesund aus dem Krankenhaus entlassen wird und 2 Tage später liegt er im Sterben, weil er nicht gesund war, weil sie ihn krank aus dem Krankenhaus geschickt haben, damit sie keine Arbeit mit ihm haben. Ja, genauso beim Sterbeprozess. Die große Klinik in Aschaffenburg hat ihn quasi hat ihn zum im Sterben liegend erklärt und die haben ihn dann nach Alzenau weitergeschickt. In die also die Kliniken gehören zusammen, Alzenau, Aschaffenburg, und die haben ihn halt dann in die kleinere Klinik gebracht, dass er da sterben kann. Wo ich mir auch, dann kann man den alten Mann nicht einfach dieses Scheiß hin und her ersparen, wenn er eben sterben liegt. Fand ich richtig schlimm, das alles mitzukriegen, hat mich richtig mitgenommen, habe ich auch immer noch nicht wirklich verarbeitet, was da alles mit ihm passiert ist, weil das hat er einfach nicht verdient gehabt. Und da finde ich schon stellenweise schlimm, wie da so mit Leuten umgegangen wird im Krankenhaus. Das ist schon echt schlimm, schlimm, schlimm. Ich meine, klar, du musst für so eine Person musst du jemanden abstempeln, der ihn, beziehungsweise für meinen Opa hat man keinen abstempeln müssen, ja. Weil, wie gesagt, er saß im Rollstuhl, er konnte auch nicht mehr wirklich reden, man hat nicht wirklich viel mit ihm anfangen können, sozusagen, weil halt stark dement und halt alt und schwach. Aber dass man halt dann so respektlos irgendwie mit einem Menschen umgeht, das fand ich schon sehr, sehr, sehr erschütternd. Man kriegt das zwar auch immer mal so nebenbei mit bei anderen Familien und so, aber das fand ich schon echt hart. Das fand ich schon echt hart, dass man ihn nicht mal, als er im Sterben lag, diese Ruhe gegönnt hat, dass er wenigstens in Ruhe sterben kann. Von der Familie konnte eh keiner dabei sein und war einfach richtig, richtig, richtig mies. Diese ganze Situation, auch dass man nicht mehr bei ihm sein konnte und so weiter und so fort, dass man zusehen musste, wie das Krankenhaus quasi eine Person hin und her schubst, damit sie ja keine Arbeit mit haben. Und ich bin mir sogar sicher, dass wenn die sich um meinen Opa richtig gekümmert hätten, würde er wahrscheinlich jetzt noch leben. Bin ich mir ziemlich sicher. Der hätte bestimmt das Jahr noch überlebt. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ich meine, wie gesagt, er lag schon im Sterben so an sich, weil einfach er hat viel geschlafen. Das ist ja immer so ein Zeichen. Weiß man ja, wenn Personen sehr, sehr, sehr viel schlafen, weiß man, dass es dem Ende entgegengeht. Aber das kann sich ja noch über Jahre hinziehen quasi. Und er war ja sonst eigentlich noch fit. Klar, er war dement. Aber ansonsten war er ja eigentlich noch fit für sein Alter. Wenn man da halt sowas da mitkriegt, da, das ist halt einfach, keine Ahnung, man ist da kein Mensch. Es geht halt einfach nur darum, dass das Krankenhaus Gewinn erzielen möchte. Mit dem wollten sie oder konnten sie nicht mehr genug Gewinn erzielen. Hätten sie noch eine Person für abstempeln müssen. Hätten sie mit anderen Personen keinen Gewinn machen können. Deswegen wird er einfach nach ein paar Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Und ja, Problem erledigt für die quasi. Was, finde ich, einfach nicht geht. Es geht nur um Geld und nicht, eigentlich sollte es bei Krankenhäusern, finde ich, darum gehen, dass man Menschen helfen kann, retten kann.
und so weiter, aber nicht, dass es darum geht, ja, jetzt möglichst viel Gewinn mit Menschen rauszuholen. Aber so ist halt leider das Krankenhaussystem, weil die halt privat sind. Da geht es halt auch nur um Gewinn einfahren. Wenn kein Gewinn eingefahren wird, dann machen die pleite. Ist nicht so das beste System. Man sieht es ja auch an dem Fall wieder, ist nicht das beste System. Ja, das war nix mit der Schaufel. Deswegen, ich finde, Krankenhäuser sollten eigentlich nicht keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Die sollten nur zur Absicht haben, Menschen zu retten. Man muss es halt staatlich finanzieren werden. Aber so wie das eigentlich ist, kann es eigentlich nicht sein. Dass ein Menschenleben nichts wert ist, wenn man damit kein Geld verdienen kann. Und wenn der Mensch dann auch noch Arbeit macht, der krank ist, dann ist es denen am liebsten, man stirbt direkt. Das ist leider wirklich eine Tatsache. Was sehr, sehr, sehr schade und unmenschlich ist, finde ich. Aber gut, man kann leider nichts dran ändern an dem System. Es läuft halt meiner Meinung nach auch ein bisschen falsch. So wie es ist. Und kein Vorwurf an den Rettungsdienst oder so, die machen nur ihren Job, genauso wie die ganzen Leute im Krankenhaus. Dem mache ich eigentlich auch keinen Vorwurf, aber es ist halt einfach diese Gewinnerzielungsabsicht. Wenn dann noch jemand zu viel Arbeit macht und man sich deswegen um andere Menschen weniger kümmern kann, dann ist natürlich vorbei. Ja, und dass ein Krankenhaus sowieso für alte Leute nichts übrig hat, muss man ja auch mal sagen, weil die einfach zu viel Arbeit machen, das ist, glaube ich, auch bekannt. Ja, das ist auch bekannt. Zum Beispiel der Firmen-Senior-Chef, wo ich gearbeitet habe, der war ja auch schon 78. Was die auch mit dem angestellt haben, der war noch so klar im Kopf. Klar, manchmal hat er seine verwirrten Momente auch gehabt, aber mit 78 Jahren kannst du das auch mal haben. Was die auch mit dem manchmal angestellt haben, da greift man sich auch nur an den Kopf. Die wollten den auch stellenweise nur loswerden. Die haben den auch mit einem Schlaganfall und was weiß ich alles ins Krankenhaus eingeliefert. Und ein paar Tage später steht er wieder zu Hause auf der Matte. Wir haben sie ihn entlassen. Ja, wollten sie auch keine Arbeit mit haben. Und dann 2-3 Tage später ist er wieder als Notfall ins Krankenhaus gekommen. Warum? Weil sich der Zustand wieder viel mehr verschlechtert hat als zum Zeitpunkt der Entlassung. Aber wenn du halt nicht wirklich fit bist und wirst entlassen, weil du vielleicht mal dich mal einen Tag besser fühlst, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann halt wieder der Rettungswagen kommen muss. Es ist halt... Ja. Alles nicht so toll. Alles nicht so toll. Die haben den auch stellenweise aus dem Krankenhaus entlassen, wo er kaum reden konnte. Normalerweise konnte er noch reden, der war ja nicht dement oder so, der war auch soweit noch fit, aber die haben den manchmal aus dem Krankenhaus rausgeschmissen, wenn er gar nicht wirklich reden konnte. Ja, weil er so schwach und schlapp noch war, dass er eigentlich kaum ansprechbar war, wurde er stellenweise entlassen. Warum? Weil sich sein Zustand nicht verschlimmert hat. Es sieht aus, als würde es besser werden. Gut, dann war er meistens 1-2 Tage zu Hause, dann ist der Zustand wieder schlechter geworden und dann war es das wieder. Krankenhaus, Rettungswagen, wieder ins Krankenhaus. Meistens, wenn er dann das zweite oder dritte Mal ins Krankenhaus gekommen ist wegen einer Sache, dann haben sie ihn mal länger drinne behalten. Und dann war er auch meistens wieder so fit, dass er direkt wieder funktioniert hat. Deswegen ist alles so eine so fragwürdige Sache. Man hat halt wenigstens das Gefühl, als wird man halt gerade noch so am Leben gehalten. Man kann ja dann mit der Krankheit oder mit der Sache, die man hatte, noch 2-3 Mal zusammenkrachen. Dann kann man nochmal einen Rettungswagen bezahlen und kann der nochmal kommen. Und kann man natürlich schöner abrechnen. Also wenn du jetzt einen da hast, ich glaube im Krankenhaus kriegt man ja pro Krankheit so und so viele Tage vorgesetzt. Wenn die Tage dann rum sind, kriegt das Krankenhaus, glaube ich, kein Geld mehr für die Krankheiten von der Krankenkasse und dann wird man halt einfach vor die Tür gesetzt. Ja, wenn du aber vielleicht 2-3 Mal wegen der gleichen Sache eingeliefert wirst, vielleicht kriegen die Krankenhäuser dann doppelt Geld und dreifach. Das ist halt das, was ich meine. Irgendwie ist es halt das falsche System, wenn man mit kranken Menschen Geld verdienen will. Also es ist irgendwie ein krankes, perfides System. Finde ich persönlich. Aber gut. Man könnte ja jetzt wieder sagen, mit dem Geld, was Deutschland quasi ins Ausland verschenkt oder als Entwicklungshilfe an China zahlt, könnte man alle Krankenhäuser in Deutschland bestimmt eine Zeit lang betreiben. Aber naja, ich habe ja leider in der Politik nichts zu melden. Mir fällt nur auf, dass alles ziemlich kacke läuft immer. Ich kläre euch da immer so auf, was so in dem Land eigentlich abläuft.
So, wie lange geht denn die Folge eigentlich schon wieder? 45 Minuten und wir brauchen, glaube ich, noch eine Folge, um hier hinten den Rest wegzukratzen. Und dann geht's endlich weiter mit weiteren Abrissarbeiten. Ich finde, wir sind aber jetzt in den 40 Minuten gut vorangekommen auf jeden Fall. Ich muss nur jetzt erstmal aufhören aufzunehmen. Leider, ich hätte eigentlich noch Zeit, aber meine Festplatte ist voll. Ich bin zwar schon fleißig am Hochladen, aber das dauert trotzdem die Zeit. Wobei, vielleicht ist das ein oder andere Video schon fertig hochgeladen, dann kann ich das gleich wieder löschen und kann das nächste Video direkt starten dann. Das wäre natürlich cool. Muss ich gleich mal schauen. Naja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Krankenhaussystem und Silvester und so weiter in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Gerne auch auf Discord, auf dem Discord-Server joinen, beitreten. Können wir uns da auch noch ein bisschen über so Themen unterhalten. Würde mich auch sehr interessieren, wie ihr dazu steht. So, dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Eine Sache noch vergessen. Wir brauchen noch das Abschlussbild von hier, dass wir sehen, was wir hier geleistet haben. So, jetzt aber. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.